Ja, einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur Weltengeschichte. Wir haben einen ganz besonderen Abend heute und ich freue mich über alle, die da sind, auch alle, die jetzt live zugeschaltet sind. Es ist heute tatsächlich es ist so ungemütlich, ich bleibe lieber zu Hause und schalte den Livestream an, Wetter. Und insofern freue ich mich, dass einige doch den Mut gehabt haben, hier zu sein. Und das ist sehr schön. Wir wollen gemeinsam, bevor wir in das Thema heute einsteigen, die Finsternis kehrt zurück, einige Fragen beantworten und wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Die letzten beiden Themen über Jesus sind offensichtlich viel nahegegangen und haben eine Reihe von Fragen aufgeworfen. Als erstes ist gefragt worden, warum ist Jesus nicht schon früher gekommen, zum Beispiel zur Zeit von Adam und Eva? Warum musste er 4000 Jahre warten ungefähr? Das ist eine sehr gute Frage. Nun, eins ist sicher, wenn Jesus zur Zeit von Adam und Eva gekommen wäre, so vielleicht ein oder zwei Generationen später, und wir heute den Bericht lesen würden, dann würden wir uns vermutlich nicht so gut mit Jesus identifizieren. Die Menschen lebten damals länger, sie waren weitaus gesünder, größer, stärker. Und wir würden das Gefühl haben, dass manches von dem, was Jesus getan hat, er auch deswegen getan hat, weil er noch so ein viel größerer, stärkerer und gesünderer Mensch war als wir. Damit also Jesus für jeden ein Vorbild sein kann, hat er sich einen Zeitraum in der Weltgeschichte ausgesucht, wo es der Menschheit im Allgemeinen nicht so gut ging. Die Lebenserwartung in der Antike war, selbst im Vergleich zu heute, relativ gering. Der allgemeine Bildungsstand auch nicht der allergrößte. Und hygienische Umstände und so weiter. Man könnte eine lange Liste aufzählen. Jesus hat in vielen Bereichen seines Lebens offensichtlich Faktoren ausgesucht, die ihn immer einen Nachteil haben erleben lassen, im Vergleich zu vielen anderen Menschen, damit er wirklich für jeden ein Vorbild sein kann. Der Paulus hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, als die Zeit erfüllt war, als es Zeit wurde, kam Jesus und ich denke, er kam genau zur richtigen Zeit. Die nächste Frage, die gestellt worden ist, die ist ein Klassiker und keine Vortragsreihe kommt aus ohne diese Frage, zumindest wenn es um Jesus geht. Jemand fragt, warum ist Jesus am Freitag gestorben und am Sonntag auferstanden, wenn es heißt, dass er 3 Tage und 3 Nächte tot sein sollte? Sehr gute Frage. Und wer auch immer die Frage gestellt hat, darf versichert sein, dass er nicht der Erste ist, der auf diese Frage gekommen ist. Die Frage basiert auf einem Bibeltext in Matthäus 12, wo Jesus sagt, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und jetzt haben einige kluge Leute gerechnet und gesagt, naja, 3 Tage, 3 Nächte, 72 Stunden, das passt niemals von Freitag bis Sonntagmorgen. Nun, wenn man den Matthäus einfach weiterliest, kommt man zu Matthäus 16 und dort steht in Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tag auferweckt werden müsse. Nun, weder Jesus noch Matthäus haben innerhalb von 4 Kapiteln ihre Meinung geändert. Das heißt, derselbe Jesus, der gesagt hat, 3 Tage und 3 Nächte, hat auch gesagt, am 3. Tag. Wenn man eine Studie macht, kann man feststellen, dass beide Formulierungen austauschbar, nicht nur bei Matthäus, sondern auch bei Lukas und Markus und Johannes vorkommen. Und dahinter verbirgt sich ein Prinzip, das uns Westeuropäern etwas merkwürdig erscheint, nämlich das Zählprinzip inklusiver Zählung. Das heißt, dass im hebräischen Denken jeder angebrochene Tag schon voll zählt. Deswegen heißt es, dass am 8. Tag ein Kind beschnitten werden soll und Jesus wurde beschnitten, als 8 Tage vollendet waren. Deswegen heißt es, dass der Jerobeam sagt, kommt in 3 Tagen wieder und am 3. Tag kamen sie. Und man könnte viele andere Beispiele dafür anführen. Das ist ein Prinzip, das sehr oft vorkommt in der Bibel. Wir haben dazu übrigens einen kleinen Beitrag auf Yul Media unter der Kategorie Bibelantworten. Da ist genau diese Frage auch gestellt worden. Da gibt es noch mehr Beispiele. Das heißt also mit anderen Worten, wenn Jesus ein paar Minuten vor Sonnenuntergang am Freitag gestorben wäre und ein paar Minuten nach Sonnenuntergang am Samstag schon auferstanden wäre, dann wären das schon 3 Tage gewesen im jüdischen Denken. Und genauso ist diese Idee, diese Phrase zu verstehen. Nächste Frage, was wäre passiert, wenn Maria am Auferstehungssonntag den Jesus angerührt hätte? Er sagte, rühre mich nicht an. Das ist eine sehr interessante Frage, die habe ich wirklich noch nie gehört.
Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht ganz genau. Ich vermute, es wäre ihr nicht dasselbe passiert, was dem USA passiert ist, der die Bundeslade angefasst hat. Es geht eher darum, dass Jesus, bevor er sich hat betasten lassen, was ja später ohne weiteres möglich war, erst sicherstellen wollte, dass sein Opfer bei dem Vater angenommen worden ist. Und als das sicher war, kam er wieder zur Erde und hat sich von all seinen Jüngern mehrfach und auf Nachfrage auch anfassen lassen. Und da das sein Plan war, hatte er alle Möglichkeiten, auch die Maria daran zu hindern, hätte sie zufälligerweise ihn doch berührt. Also von daher wäre mal interessant, ihn später mal zu fragen, was passiert wäre. Nächste Frage. Vater vergibt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gilt diese Aussage auch für Kaiphas und Hannas, denn sie wussten, was sie tun? Interessante Frage. Man möchte natürlich vielleicht noch hinzufügen, sie haben mit Sicherheit zu einem großen Maße gewusst, was sie tun, aber ganz bis ins allerletzte Detail hat niemand geahnt, was dort passiert. Selbst der Satan hat nicht vollständig erfasst, was am Kreuz geschehen ist. Wir werden eine ganze Ewigkeit damit verbringen, das zu verstehen. In dem Sinne gab es also auch Hoffnung für Kaiphas und Hannas. Denn auch nach dem Kreuz hätten sie sich noch bekehren können. Und hier zeigt sich die Liebe Gottes. Denn Jesus starb auch für Menschen, von denen er bereits wusste, dass sie sich nicht mehr bekehren können, weil sie schon tot waren. Die Liebe Gottes ist sehr verschwenderisch. Und in diesem Sinne war Jesus derselbe, der den Kain gefragt hat, wo ist dein Bruder Abel, obwohl er schon längst wusste, wo der ist, nämlich tot auf dem Feld. Es ist derselbe Geist, derselbe Charakter, der hier spricht, der immer noch das Beste im Menschen hofft und vermutet, selbst wenn er das schon das Gegenteil weiß. Vielleicht interessant für uns, eine wichtige Lehre, die wir ziehen können. Wie oft vermuten wir das Beste im Menschen, selbst wenn wir vielleicht schon das Gegenteil wissen? Kann man wirklich viel von Jesus lernen. Noch eine Frage, die sehr wichtig ist. Können Menschen erlöst werden, die die Wahrheit kannten und trotzdem Jesus nicht wirklich lieben? Interessante Frage. Und ich glaube, eine Frage, die viele Menschen betrifft, insbesondere Menschen, die sehr mit dem Kopf arbeiten. Wir haben manchmal das Gefühl, dass die Erlösung damit zusammenhängt, dass wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit glauben. Und das stimmt auch zu einem bestimmten, aus einer bestimmten Perspektive. Denn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und Freiheit bedeutet Erlösung. Erlösung bedeutet nichts weiter als frei werden. Also die Freiheit, die Wahrheit macht mich frei. Die Frage ist nur, wovon macht sie mich frei? Sie macht mich frei von der Sünde. Und Sünde als Übertretung des Gesetzes Gottes, also der Gesetzmäßigkeit Gottes, trennt von Gott. Wenn ich also von der Trennung erlöst werden will, dann ist das Ziel Verbindung. Wie kann ich mit jemandem verbunden sein, den ich nicht liebe? Das heißt, man kann tatsächlich nicht erlöst werden, wenn man Jesus nicht liebt. Deswegen sagt er, dass die Liebe zu Gott, die Liebe zu ihm das höchste und wichtigste aller Gebote ist. Und jetzt kommt vielleicht die entscheidende Frage, ja, aber was soll ich machen, wenn ich Jesus nicht liebe? Kann ich das irgendwie erzwingen? Muss ich auf einen Knopf drücken? Muss ich mich anstrengen, dass ich ihn endlich lieben kann? Und dann kommt vielleicht der erste Teil der Frage wieder ins Spiel. Ich glaube, jeder Mensch, der die Wahrheit kennenlernt, wird auch Jesus lieben können. Nicht jeder wird ihn vielleicht lieben wollen, weil wir vielleicht etwas anderes noch mehr lieben. Vielleicht ist uns das schon mal so gegangen, dass wir jemanden, den wir sehr geliebt haben, später nicht mehr so sehr geliebt haben, weil wir jemand anders mehr geliebt haben. Liebe ist wechselhaft. Sie kann sich verändern, je nachdem, wo unser Fokus ist. Was wir anschauen, das verändert uns. Jeder, der also seinen Blick auf Jesus richtet, kann ihn lieben und wird ihn lieben, denn die Wahrheit über Jesus ist so gewaltig, dass wenn man sie richtig sich vor Augen führt, wenn man sie durchdenkt, wenn man sich überlegt, was er alles getan hat und man wirklich aufrichtig auf ihn schaut, dann kann man gar nicht anders als ihn lieben. Die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist.
Also es ist nichts, was wir erzeugen müssen, es ist etwas, was an uns zieht. Das heißt, die Liebe Gottes zieht uns. Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. In Jeremia 31, Vers 3 steht, da habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das Einzige, was wir tun können, ist dem zu widerstehen. Aber jeder von uns wird von der Liebe Jesu gezogen. Vorletzte Frage, war Jesus am Kreuz ganz nackt? Interessante Frage. Das ist nicht 100%ig genau zu sagen. Die Bibel sagt es nicht explizit, aber von all dem, was wir wissen, auch aus der römischen Kreuzigungspraxis, aus der Geschichte, ist das der anzunehmende Normalfall. Wir kennen das von den Bildern meistens anders, da ist immer irgendwie ein Stofffetzen noch gerade so gemalt oder als auf der Skulptur angebracht. Aber man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass er tatsächlich wirklich komplett nackt, blutüberströmt dort am Kreuz hing. Es war tatsächlich der Ausdruck absoluter Schande. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto erstaunlich ist es, dass Jesus das alles für uns erduldet hat. Letzte Frage. Jesu Göttlichkeit konnte ja nicht sterben. Was wäre passiert, hätte er gesündigt, hätte er für immer in Sünde leben müssen oder wäre er gestorben? Das ist noch eine Frage in der Kategorie. Ich habe keine echte Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das sind Bereiche, wo unser Kopf irgendwann aufhört mitzumachen, weil wir uns das gar nicht richtig vorstellen können, was wir da eigentlich durchdenken. Jesu war voller Gott, er war ganzer Gott hier auf dieser Erde. Die Bibel sagt, in ihm war die Fülle Gottes leibhaftig. Und wir wissen auch, dass Gott nicht versucht werden kann. Gott kann nicht sündigen. Gott ist ein verzehrendes Feuer für die Sünde. Und was passiert, wenn jemand, der gleichzeitig Gott ist, das heißt ein verzehrendes Feuer für die Sünde, aber gleichzeitig Mensch ist und damit die Möglichkeit hat zu sündigen, das kann man sich vielleicht erahnen. Aber ich glaube, an der Stelle ist wahrscheinlich Schweigen Gold. Und wir warten, bis wir ihn sehen und vielleicht kann uns das etwas genauer erklären. Aber eins ist sicher, der Plan der Erlösung hat ein echtes, reales Risiko involviert, das viel größer ist, als wir uns das alle gemeinsam vorstellen können, geschweige denn in Worte fassen können. Und ich glaube, wir müssen das Risiko gar nicht bis ins Letzte verstehen, um es wertschätzen zu können. Aber eins ist sicher, Jesus als Mensch hätte sündigen können und das wäre eine ewige Katastrophe gewesen. Denn für ihn gab es keinen Notfallplan. So viel ist sicher, es gab keinen Erlöser für den Erlöser. Herzlichen Dank für diese sehr interessanten, sehr guten Fragen. Und wenn Sie auch Fragen haben, dann stellen Sie die auf fragen@weltengeschichte.de. Und hier gibt es in dem Raum die Möglichkeit, diese aufzuschreiben. Wir wollen ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher gesehen haben. Und dann mit dem Thema beginnen. Was bisher geschah? Wir haben angefangen mit dieser Aussage, Gott ist Liebe. Er ist es immer, das ist seine Gesetzmäßigkeit. Er schuf die Welten als Ausdruck dieser Liebe und jemand begann, dieses Gesetz Gottes in Frage zu stellen und ein Drittel aller Engel folgte ihm, dem Hillel, der zu Satan wurde. Und Gott schuf die Welt und er schuf die Menschheit, die Menschen als Repräsentanten seines Charakters, seines Wesens. Doch die Menschheit wurde verführt durch den Satan. Gott entschied sich trotzdem nicht aufzugeben, der Menschheit eine zweite Chance zu geben. Opfer sollten das ausdrücken. Nachdem die alte Welt durch die Sintflut unterging, hat Gott den Abraham berufen als den Verkündiger der Wahrheit Gottes, des Gesetzes Gottes. Und mit dem er einen Bund geschlossen hat und all die Verheißungen ihm gegeben hat, die sich auf spätere Zeitalter dann bezogen haben. Seine Nachfahren sind in Ägypten in der Sklaverei zu einem großen Volk geworden, das Gott herausgeführt hat durch den Mose, durch große Zeichen und Wunder, um dort am Sinai ihnen sein Gesetz zu geben. Sie sollten ein Königreich von Priestern sein, das der ganzen Welt zeigt, wie Gott eigentlich wirklich ist. Nach längerer Verzögerung haben sie endlich das gelobte Land Kanaan eingenommen und sind dann aber eine Generation nach Josua wieder in alte Fehler, in alten Götzendienst
und Abfall zurückgefallen. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis Israel sich davon erholt hat. Unter David und Salomo ist das Königreich zu großem Glanz gekommen, um dann später allerdings in den folgenden Jahrhunderten wieder abzufallen, zersplittert zu werden, geteilt zu werden in zwei Teile. Das Nordreich ging an die Assyrer vollständig verloren, das Südreich an die Babylonier. Nebukadnezar, der Großkönig, sah einen Traum, in dem er die Weltgeschichte, die noch folgen würde, in einem Symbol gesehen hat. Und genau so, wie er es gesehen hat, kam es auch. Nach ihm kamen die Meder und Perser. In ihrer Zeit sind die Juden freigelassen worden. Sie konnten wieder zurück nach Jerusalem und haben dort nach etlichen Jahrzehnten auch die Stadt und vor den Tempel aufgebaut. Die Römer und die Griechen und Alexander im Großen kamen und dann natürlich die Römer. Und als die Zeit voll wurde, sandte Gott seinen Sohn. Gott selbst wurde Mensch, ließ sich taufen, Jesus im Jahre 27, und hat in der Wüste in drei Versuchungen, in der Wüste, im Tempel und auf einem hohen Berg in drei Versuchungen als erster Mensch den Teufel endgültig besiegt und gezeigt, dass es einen Weg aus dem Sündenproblem gibt. Er hat Jünger berufen und 3,5 Jahre lang das Wesen und den Charakter Gottes, die gute Nachricht von seinem Gesetz verbreitet und verkündigt. Viele Menschen sind geheilt worden, ganze Dörfer sind ohne Kranke gewesen. Er hat Menschen nicht nur geheilt, sondern ihnen die Sünden vergeben, seine Jünger ausgebildet und dann nach 3,5 Jahren, genau zu dem Zeitpunkt, den Daniel in der Prophezeiung vorhergesehen hatte, ist er nach Jerusalem erneut gekommen und in der letzten Woche all die Dinge zu tun, die von ihm vorhergesagt worden waren. Er hat über Jerusalem geweint, weil er die Zerstörung gesehen hat. Er hat das Abendmahl eingesetzt, das die alten Zeremonien des Volkes Israel ersetzen sollte, hat dort durch die Fußwaschung seinen und Gottes Charakter wirklich offenbart. Gott dient, Gott liebt und Gott ist sich für nichts zu schade, solange er anderen helfen kann. Dort in Gethsemane sind dann alle Sünden der Welt, die jemals geschehen sind und die noch geschehen werden, auf ihn gelegt worden. Er ist verraten worden durch einen seiner engsten Mitarbeiter, den Judas. Er ist gequält worden, er ist bespuckt worden und er ist freiwillig gestorben. Er hat sich freiwillig in die Hände des Satan begeben, hat freiwillig das gerechte Gericht Gottes erduldet für Strafen, für Sünden, die er nie begangen hat, um uns, um der Menschheit, jedem Einzelnen einen Weg der Freiheit zu ermöglichen. Und er hat dann selbst auf den Befehl Gottes hin sich das Leben wiedergegeben, ist auferstanden, hat den Tod besiegt, ist in den Himmel aufgefahren und ist dort zum hohen Priester gekrönt worden, im himmlischen Heiligtum gesalbt worden. Das hat die Ausgießung des Heiligen Geistes mit sich gebracht zu Pfingsten. Auf die Jünger. 3,5 Jahre haben sie dem jüdischen Volk in Israel das Evangelium, den Bund Gottes, den neuen Bund verkündigt. Die wollten aber nichts davon hören. Und im Jahre 34 endete die Zeit, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Ab dem Zeitpunkt waren die das Volk Gottes, die sich Christen dann nannten. Obwohl die immer noch Schwierigkeiten hatten zu sehen, dass auch die Heiden genauso Volk Gottes sein sollen und dürfen. Gott berief den Saulus, der zu Paulus wurde, durch ein dramatisches Bekehrungserlebnis, um genau diese Heiden zu erreichen. Und er ging in die großen Zentren des Heidentums bis nach Athen und verschiedene Städte Griechenlands und hat dort Gemeinden gegründet und das Evangelium immer weiter hinausgetragen nach dem Gebot Gottes, dass es bis ans Ende der Welt gehen sollte. Dort, an dieser Stelle, als wir über die gerade aufblühende, neu entstehende Gemeinde Gottes, die Christenheit, nachgedacht haben, haben wir gestoppt und werden jetzt mit Episode 22 weitermachen. Wir wollen mit einem gemeinsamen Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir heute Abend zu dir kommen können. Wir haben schon so viel gelernt aus deinem Wort, so viel gelernt aus der Geschichte. Mit jedem Abend kommen wir näher in unsere Zeit. Es gibt auch heute so vieles, was wir heute anschauen werden, was mit uns auch zu tun hat.
Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns Weisheit schenkst, auf die Lektionen der Geschichte zu achten, deine Hand zu sehen in dem, was Männer und Frauen erlebt haben, entschieden haben und gesagt haben. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist anwesend bist, dass du alles Störende fernhältst und dass du direkt zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Episode 22. Die Finsternis kehrt zurück. Sie haben ihm noch lange nachgeschaut. Und viele konnten sich die Tränen nicht verkneifen. Da segelte er nun hinfort, ihr Mentor, ihr Evangelist. Viele von ihnen hatten ein völlig neues Leben begonnen. Sie waren aus der Finsternis herausgerufen worden in ein wunderbares Licht. Dieser jüdische Mann, ein römischer Bürger, ein Apostel Jesu Christi, hatte viel Zeit in ihrer Stadt verbracht. Was hatten sie nicht alles mit ihm erlebt, als sie ihre Bücher gebracht hatten und sie verbrannt hatten, die alten Zauberbücher, als er beinahe in Stücke zerrissen worden war, damals im Theater. Er hatte ihnen so viel beigebracht und jetzt segelte er zurück. Und als das Schiff am Horizont immer kleiner wurde, da erinnerten sie sich an die Worte, die er kurz vor der Abreise noch einmal zu ihnen gesagt hatte. Er hatte sie deutlich angeschaut, er hatte Tränen selbst in den Augen gehabt und hatte sie mit aller Ernsthaftigkeit ermahnt. Und es war, als ob der Wind über die Wellen des Mittelmeeres diese Worte noch einmal zurückbrachte. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wo immer Paulus gewesen ist, hat er nicht nur die gute Nachricht vom Tod und der Auferstehung und dem himmlischen Heiligtumsdienst von Jesus verkündigt. Wann immer es der richtige Zeitpunkt gewesen war, hat er es nicht versäumt, prophetisch die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass eine Krise bevorstand. Paulus hatte die Schriften des Propheten Daniel studiert. Er hatte schon früher an andere Gemeinden geschrieben: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Damals hatten einige Christen geglaubt, dass schon in ihrer Generation Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommen könnte. Doch Paulus wusste, das wird nicht der Fall sein. Er wusste, da gab es lange Zeitprophezeiungen in Daniel und er hatte von diesem kleinen Horn gelesen. Und als er das schrieb, wählte er bewusst das Wort, den Begriff Sohn des Verderbens. Einige andere Apostel hatten ihm erzählt, dass Jesus so gebetet hatte im Garten Gethsemane und sie erst später entdeckt hatten, dass er mit Sohn des Verderbens den Judas gemeint hatte, einen Verräter von innen. Über diesen Mann der Sünde hatte Paulus geschrieben, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und dann hatte Paulus etwas mysteriös hinzugefügt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Woran hat er dabei gedacht, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon wirkt? Meinte er vielleicht jenen Simon Magus, der sich dem Petrus widersetzt hatte, der für Geld den Heiligen Geist kaufen wollte und den ersten kleinen Abfall produziert hatte vor einigen Jahrzehnten? Aber noch war irgendetwas da, was diesen Antichristen, diesen Menschen der Sünde zurückhielt. Aber längst
hatte der Satan geplant. Er hatte sich überlegt, was er tun sollte. Jahrzehntelang war es so gewesen, als ob Licht in Kübeln vom Himmel geschüttet worden war. Die ganze Welt schien in Flammen für die Liebe Gottes. Fast hilflos wirkt er in jenen Jahrzehnten. Aber Satan hatte 4000 Jahre Erfahrung und erinnerte sich, dass es nur eine Generation gedauert hatte nach dem Einzug ins gelobte Land, als alle, die tot waren, die Josua noch kannten, kam das dunkle Zeitalter. Und er konnte das Volk wieder langsam an die Religion der Welt gewöhnen. Und so dachte er sich vielleicht muss ich nur warten, bis die tot sind, die Josua, Jesus noch gekannt haben. Vielleicht kann ich dann die nächsten Generationen wieder in ein dunkles Zeitalter führen. Paulus segelte zurück. Er hatte den Plan, bald wieder umzukehren und noch weiter nach Rom und am besten nach Spanien zu reisen. Doch er wollte noch einmal nach Jerusalem, er wollte zum Fest. Und dort kam er an, 58 nach unserer Zeitrechnung. Und erzählte ganz begeistert von den Dingen, die er erlebt hatte, in Korinth und in Athen und in Ephesus und in all den Orten, wo er gewesen war. Und die Obersten der Gemeinde, die hörten interessiert zu und sagten, oh, das klingt ja spannend, das ist ja toll. So viele Heiden haben sich bekehrt, das gibt einen tollen Missionsbericht. Und als er fertig war, hatten sie immer noch was auf dem Herzen. Sie sagten ihm, weißt du, Paulus, wir müssen mit dir reden. Das mit der Heidenmission ist ja schön und gut. Und wir freuen uns ja auch wirklich, dass all die Heiden dort, jenseits des Meeres, sich zu Christus bekennen. Aber wenn du jetzt hier in Jerusalem bist, musst du ein paar Spielregeln beachten. Bruder, du siehst, welche große Zahl von Juden gläubig geworden ist. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Die haben das noch nicht so verstanden mit den Heiden. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden. Das Gerücht geht um, auch in der Gemeinde Gottes. Du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Sie sind nicht gut auf dich zu sprechen. Sie glauben, du bist zu lasch mit den Zeremonien, die Mose uns gegeben hat. Und du hast ja richtig gehandelt, aber wir wollen ja keinen Aufruhr. Vielleicht finden wir einen Kompromiss. So tue nun, was wir dir sagen. Paulus war entmutigt. Es hatte Situationen gegeben, wo er die Kompromissbereitschaft selbst eines Petrus öffentlich getadelt hatte. Aber jetzt sagte er zu. Er willigte ein, ganz besonders zu demonstrieren, dass er die Zeremonialgesetze immer noch akzeptiert. Er ließ sich reinigen und kam in den Tempel, doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es zu einem gewaltigen Aufruhr. Die Menge kam zusammen, Leute behaupteten, dass er Heiden in den Tempel geführt hatte. Niemand schien an jenem Tag darüber nachzudenken, dass schon im Alten Testament der Prophet Jesaja prophezeit hatte, dass der Tempel ein Bethaus für alle Völker sein sollte. Aber jetzt reichte schon das Gerücht aus, ein Heide hätte den Tempel an einer unbetretbaren Stelle betreten. Und schon schrie die Menge. Und sie schrien alle durcheinander und die meisten wussten gar nicht, was eigentlich vorgefallen war. Der Paulus muss sich zurückerinnert haben. Wenige Zeit zuvor stand er im Theater, im Stadion von Ephesus. Aber hier waren nicht Heiden, die schrien, groß ist die Diana der Epheser. Hier waren Juden, Judenchristen, die schrien, groß ist das Zeremonialgesetz. Aber sie taten genau dasselbe. Und sie hätten ihn beinahe in Stücke zerrissen, wenn nicht die Wächter, die Sicherheitsleute, ihn aus der Menge entreißen konnten, um ihn in die Kaserne zu bringen. Und dort auf den Stufen der Kaserne
gelang es dem Paulus durch ein Handzeichen die Menge zu beruhigen. Er sprach sie auf Hebräisch an und erzählte ihnen, was er erlebt hatte, wer er sei. Er erzählte von seinem Leben, dass er von dem alten, ehrwürdigen Gamaliel gelernt hatte, dass er ein Eiferer für das Gesetz gewesen war, mehr als sie alle zusammen, dass er der strengste Pharisäer aller Zeiten gewesen war und wie ihm Jesus erschienen war. Und sie hörten geduldig zu, bis zu jenem Satz, als er sagte, dass Gott zu ihm gesagt hätte: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Da fiel es dem Paulus schwer, das Wort senden noch auszusprechen, denn wie aus einem Mund erschall das Geschrei: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Es war ein wirklich heftiger Sturm, der dem Paulus entgegenblies. Er wurde vor den Sanhedrin gestellt, vor dem auch sein Herr und Meister Jesus sich mehrmals hatte verantworten müssen. Und der Sanhedrin hatte seine theologischen Positionen und seine menschlichen Qualitäten keinesfalls geändert. Aber als Paulus dort stand, kam ihm eine gute Idee. Er wusste, dass im Sanhedrin sowohl Sadduzäer als auch Pharisäer anwesend waren. Und so rief er in die Menge: Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Er wusste, die Sadduzäer glauben nicht an Totenauferstehung, aber die Pharisäer sehr wohl. Es war ein gezielter Anschlag auf eine Disputation sozusagen. Denn was er hoffte, geschah. Statt sich mit ihm zu beschäftigen, fingen sich plötzlich die Mitglieder des Sanhedrin an, gegenseitig zu beschimpfen und zu bekämpfen und über die Auferstehung zu debattieren. Inmitten des Gewusels hätten sie ihn doch beinahe zerrissen. Er konnte nur mit Mühe gerettet werden. Aber Gott sprach zu ihm: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Es war sein größter Wunsch, nach Rom zu gehen. Er hatte den Brief an die Römer schon geschrieben und er hatte jetzt schon Angst bekommen, vielleicht nie Rom zu sehen. Aber Gott gab ihm die Verheißung. Es wurde berichtet, dass einige Juden sich verschworen hatten, nicht zu essen und nicht zu trinken, bis Paulus gestorben wäre. Und wenn sie das ernst gemeint sind, sind sie dann wirklich bald gestorben. Denn Paulus wurde verlegt. Die Römer kamen ihm zu Hilfe. Mit einer römischen Kohorte wurde er nach Caesarea verlegt, zum Statthalter von Judäa, Antonius Felix. Und er ließ eine Gerichtsverhandlung abhalten. Und als die Vertreter der Juden ihn aller möglichen Verbrechen anklagten, aber nichts beweisen konnten, bekannte Paulus: Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Er war sich seiner Sache sicher. Und es stellte sich heraus, dass Antonius Felix tatsächlich sehr genau Bescheid wusste über die Lehre von Jesus. Und es stellte sich heraus, dass er ihm sehr wohlgesonnen war und er gab ihm Hafterleichterungen und suchte eigentlich nach einem Weg, ihn freizulassen. Immer wieder hat er ihn kommen lassen. Nur wenn Paulus von den schönen, einfachen Themen zu den etwas ernsteren Themen kam, wenn er auch über Gericht und nicht nur über Gnade sprach, wenn er nicht nur über Freiheit von Sünde, sondern auch über Mäßigkeit sprach, dann bekam der Felix ein bisschen zu viel davon. Und er sagte: Für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Insgeheim hatte er gehofft, dass Paulus sich vielleicht freikaufen lassen würde. Aber Paulus gab ihm kein Geld. Und so hörte ihm noch ein paar Mal zu, aber die gelegene Zeit kam nie, denn kurze Zeit später wurde er versetzt.
Und die Chance, das ewige Leben anzunehmen, war erst einmal vorübergegangen. Ein neuer Statthalter kam, Portius Festus, und der kannte sich weitaus weniger aus mit den Gewogenheiten, mit den Gepflogenheiten, den Regeln des Judentums und auch den Prinzipien des Christentums. Erneut wurde eine Gerichtsverhandlung angesetzt, in der Paulus sich, als er das Gefühl hatte, keinen Ausweg mehr zu sehen, auf den Kaiser berief. Als römischer Staatsbürger, der er war, hatte er dieses Vorrecht, in jedem Gerichtsfall Berufung beim Kaiser persönlich einzulegen. Und Festus sagte, du hast dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Doch Festus wusste gar nicht so genau, was dem Paulus überhaupt vorgeworfen wird. Er kannte sich kaum aus in den religiösen Dingen dieser Umgebung. Und er wollte nicht einen Gefangenen nach Rom schicken und schreiben, ich weiß gar nicht, um was es geht. Es kam ihm ganz gelegen, dass der König Herodes Agrippa II., der Sohn von jenem Herodes Agrippa, der 15 Jahre zuvor an Würmerfraß inwendig gestorben war, dass der mit seiner Frau Berenike nach Caesarea kam und dort ihn besuchte. Herodes kannte sich gut aus in der Religion des Judentums. Und Paulus wurde vor sie geführt. Und er bekam die Gelegenheit, noch einmal sein Zeugnis zu geben. Und das tat er. Noch einmal erzählte er, wie er früher gewesen war, wie er Jesus getroffen hatte, wie Jesus sein Herz verändert hatte und was er jetzt durch Gottes Kraft und durch Jesu Liebe tun konnte und erreicht hatte. Festus hatte dafür nicht viel übrig. Er rief aus, Paulus, du bist von Sinnen, dass viele studieren, bring dich um den Verstand. Geh mal an die frische Luft und lass die Bücher beiseite. Aber Paulus hatte nicht zu Festus gesprochen. Paulus hatte seine Augen, fast sein gesamtes Zeugnis, auf König Agrippa gelegt, denn er wusste, Agrippa kennt die Propheten, Agrippa kennt die alten Schriften und er glaubt ihnen. Und der rief aus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Und Paulus konnte nur sagen, ich wünschte mir, dass du genauso bist wie ich, mal abgesehen von den Ketten, die ich gerade habe. Dem Felix fehlte die gelegene Zeit. Dem Agrippa fehlte sogar nicht viel. Aber beide trafen die Entscheidung nicht. Festus und Agrippa zogen sich zurück. Und Agrippa stellte fest, man könnte diesen Menschen freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Hatte sich Paulus zu früh auf sein römisches Bürgerrecht verlassen? Er hätte nach Rom kommen können als freier Mensch. Jetzt kam er nach Rom, aber als Gebundener, der sich auf den Kaiser berufen hat. Das Jahr 60 war es, und er wurde eingeschifft. Und sie machten sich auf den Weg. Die Schifffahrt dauerte länger als geplant. Immer wieder gab es Probleme. Und als sie Kreta erreicht hatten, sah es schon so aus, als ob es besser wäre, hier auf der Insel noch länger zu bleiben. Und Paulus warnte den Kapitän und sagte, lasst uns lieber hier bleiben, denn wenn wir weiter segeln, gibt es große Gefahr. Doch der sah auf den schwachen Südwind und hörte mehr auf seine Seeleute als auf einen Gefangenen, nicht ahnend, dass das der Prophet Gottes war. Und es kam, wie es kommen musste. Der Euroklidon, einer der größten Stürme des Mittelmeeres, trieb das Schiff hin und her. Und es sah so aus, als ob das Schiff untergehen würde. Es war Paulus, der in jener Situation als Gefangener die Situation mehrfach rettete. Sie strandeten schließlich auf einer Insel, die Melite hieß.
oder Malta. Vor dem Stranden hatten schon die Soldaten sich vorgenommen, alle Gefangenen einfach umzubringen, weil sie könnten ja entfliehen, so als ob das so einfach wäre, mitten auf dem Mittelmeer. Aber der Kapitän hatte gemerkt, was für ein feinsinniger, liebevoller Mensch der Paulus war. Und die ganze Besatzung wurde gerettet durch den Charakter eines Gefangenen. Sie kamen dort auf der Insel an, wurden beherbergt. Und als beim Feuermachen der Paulus in das Holz griff, da schoss eine Schlange raus und biss ihn. Und jetzt sprachen die Inselbewohner, das war die Göttin Dike. Die Göttin der Rache und der Gerechtigkeit. Er muss ein schlimmer Mörder sein. Er hätte sterben sollen im Wasser. Er ist ihm entkommen, aber er wird der Gerechtigkeit nicht entkommen. Und so warteten sie minütlich, dass er gleich umfallen würde, dass zumindest sein Körper schwer anschwellen würde. Doch Paulus machte einfach weiter. Es gab gar nichts, nicht mal eine Beule. Und nachdem diejenigen, die schon mehrfach Schlangenbisse gesehen hatten und beobachtet hatten, was normalerweise passieren würde, sich überzeugt hatten, dass diesmal keine Beule zu erwarten sei, da änderten sie ihre Meinung und dachten, er sei ein Gott. Dem Paulus muss das bekannt vorgekommen sein. In Lystra war dasselbe passiert, nur andersrum. Da hatten sie ihn erst als Gott bezeichnet und dann als Verbrecher. Schließlich zogen sie weiter. Sie kamen in Italien an und zogen auf der Straße ihres Weges nach Norden. Sie zogen auf der Via Appia. Sie hätten aber jede Straße nehmen können, denn damals führten alle Wege nach Rom. Endlich war er dort, der größten Stadt der damaligen Welt, das Zentrum kulturell, religiös, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Wenn hier für das Evangelium ein Sieg gewonnen werden könnte, dann wäre das Größte, was überhaupt vorstellbar war. Er wurde zu Beginn sehr freundlich behandelt, konnte sich relativ frei bewegen, obwohl gefangen. Von hier schrieb er einige Briefe. Und hier erlebte er, dass Menschen sich zum Evangelium bekehrten. Einer von ihnen war ein Sklave. Ein Sklave, der weggelaufen war und in Rom ein neues Leben anfangen sollte. Als Paulus ihn besser kennenlernte, stellte er fest, dass jener Sklave seinem Freund, Paulus Freund, weggelaufen war. Sein Freund Philemon, der Sklave hieß Onesimus. Und er schrieb einen Brief, den der Sklave zurückbringen sollte. Und Paulus erklärte seinem verärgerten Freund, dass dieser Sklave jetzt Christ geworden war und dass er sich gut um ihn kümmern sollte. Und er schrieb dort diese einfachen Zeilen, die die Essenz des Christentums ausmachten. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Hatte nicht sein Herr und Meister die Rechnung bezahlt für den Schaden, den er angestellt hatte? Er schrieb auch an einige Gemeinden, die er besucht hat, zum Beispiel an die Gemeinde der in Philippi, wo das Gefängnis gebebt hatte, als er gesungen hatte. Er schreibt dort, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Ja, ich bin ein Gefangener in Rom und ich war sehr betrübt darüber, aber jetzt sehe ich, dass dadurch sogar Menschen zu Christus bekehrt werden. Und dann schrieb er etwas, was er vorher kaum zu träumen gewagt hatte. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Bedienstete, Beamte, Verwandte des Kaisers Nero, des Monsters Nero, waren Christen geworden. Und nicht geheime Christen, sondern öffentliche Christen. Es ging ihm gut, fast 2 Jahre dort. Der Captain, der
königlichen, der kaiserlichen Leibgarde, der ihn bewachen sollte, war gut zu ihm. Aber dann wurde dieser Leibwächter abgesetzt. Ein anderer Soldat wurde mit seiner Bewachung beauftragt und der war sehr hässlich zu ihm. In der Zwischenzeit hatte Nero eine zweite Frau kennengelernt. Ihr Name war Poppaea Sabina. Und sie war eine wirkliche Karrierefrau. Sie hatte schon zwei Ehen hinter sich und die zweite hatte sie nur geschlossen, damit sie noch näher an den Hof von Nero kommen könnte, um seine Geliebte werden zu können. Sie wollte Kaiserin werden. Für sie hat sich Nero scheiden lassen und seiner Frau, von der er behauptete, dass sie unfruchtbar sei, die Schlagadern aufschneiden lassen und sie in heißem Dampf ersticken lassen. Dabei war diese Poppaea Sabina eine Frau, die sich zum Judentum bekehrt hatte. Und als sie hörte, dass die Juden viel Ärger mit Paulus hatten, dann nutzte sie die Gelegenheit und hetzte Nero gegen Paulus auf. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Und jeder, der nur ein paar Tage, geschweige ein paar Wochen in der Gegenwart von Nero verbracht hatte, wusste, Paulus ist ein verlorener Mann. Dagegen war der Sanhedrin ein Freundeskreis. Die Verbrechen, die Nero bereits begangen hatte, die unmoralischen Abartigkeiten, die regelmäßig in seinem Palast fabriziert wurden, spotteten jeder Beschreibung. Nie zuvor war ein so finsterer Charakter so mächtig gewesen wie Nero. Doch das Unfassbare geschah. Als ob er einen ganz anderen Tag gehabt hätte, den er vorher nie so erlebt hätte, hat Nero Paulus freigelassen. Und der sah die Vorsehung in all dem und er verließ die Stadt über dieselbe Straße, in der er gekommen war. Das war im Jahre 63. Nur gut, dass er so schnell Rom verließ, denn im nächsten Jahr brannte die Stadt lichterloh. Niemand weiß ganz genau, wer verantwortlich war. Aber das Gerücht wollte sich einfach nicht totschlagen lassen, dass Nero seine eigene Hauptstadt in großen Teilen hatte in Brand stecken lassen, um sie noch schöner wieder aufzubauen. Aber Nero selbst hatte eine andere Theorie. Er glaubte, die Christen seien gewesen. Zumindest hat er das gesagt. Und als ob die Stadt noch nicht genug Feuer gesehen hatte, begann er, die Christen nacheinander als Fackeln aufzustellen in seinem Garten. Eine schwere Verfolgung brach aus, die einige Jahre dauerte. Just in jener Zeit erhob sich das jüdische Volk gegen die römische Besatzung. Es war am 25. September 66, als die Juden in Jerusalem die römischen Besatzer aus der Stadt warfen. Sie wollten wieder unabhängig sein. Das kostete Rom zunächst einmal nur ein müdes Lächeln. Der syrische Statthalter Cestius Scallus wurde im Oktober beauftragt, mit einer Armee die Juden wieder zurückzubringen. Damals befanden sich unglaublich viele Menschen in Jerusalem. Es war gerade das Laubhüttenfest, November 66. Und die Stadt wurde langsam, aber sicher eingeschlossen von den Legionen Roms. Und einige wenige sahen eine tiefere Bedeutung in den römischen Standarten, die sich um die Stadt in den Boden pflanzten. Am 17. November begann die Belagerung. Für die meisten Juden war das einfach nur ein Schreckensmoment, doch für diejenigen, die an Jesus Christus glaubten, war es ein besonderer Moment, denn sie erinnerten sich an Worte, die er wenige Tage vor seiner Kreuzigung gesagt hatte: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, seht, war das der Gräuel der Verwüstung? Stand er nicht an heiliger Stätte? Nur 5 Tage später.
als die Mauern Roms schon fast untergraben waren, der Fall nur noch eine Sache von Tagen zu sein schien, zog sich die Armee Roms aus einem unbekannten Grund zurück. Ob in jenem Moment irgendjemand daran gedacht hatte, dass ein halbes Jahrtausend vorher die Armee von Nebukadnezar auch gekommen war und sich auch zurückgezogen hatte und dann doch wiedergekehrt war? Die Juden glaubten, dass Gott ihnen einen großen Sieg bereiten wollte, und sie fielen aus der Stadt aus und vernichteten noch die Nachhut der Römer und brachten viel Beute ein. Aber als sie in die Stadt zurückkamen, fanden sie kaum noch Christen, denn die hatten den Nachsatz von Jesus sehr ernst genommen: Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und so verließen die Christen Jerusalems die Stadt. Sie verließen die Hügel Zions, überquerten den Jordan und im Ostjordanland in Pella zogen sie sich zurück. Paulus wird davon gehört haben. Er hatte die vergangenen Jahre genutzt, noch einmal die Gemeinden in Kleinasien und Griechenland zu besuchen und zu stärken. Doch ein Jahr später, im Jahre 67, befand er sich wieder auf der Straße nach Rom. Die Juden hatten die Dreistigkeit gehabt, wieder besseres Wissen zu behaupten, dass Paulus Rom angesteckt hätte. Wohl wissend, dass das sein Todesurteil sein würde. Und so kam er erneut dann in der so vermeintlich ewigen Stadt Rom. Er wurde in ein finsteres Verlies gesteckt. Nero würde ihn bestimmt nicht noch einmal freisprechen. Zumal Nero immer noch die Gerüchte an seinem Gewand spürte und nicht wirklich weggewischt bekommen konnte. Wie gut wäre es dort, einen Menschen zu haben, der als Sündenbock herhalten könnte. Und Paulus war niedergeschlagen im Gefängnis. Er schrieb zu seinem geliebten Timotheus, seinem jungen Mitarbeiter: Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Viele hatten ihn verlassen, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas, der Arzt, der medizinische Missionar, war noch bei ihm. Und dann schrieb er etwas sehr Interessantes. Dort, fast von allen verlassen, schrieb er: Nimm Markus mit. Derselbe Markus, den er unter keinen Umständen auf seiner zweiten Missionsreise dabei haben wollte, für den er sich lieber von Barnabas trennte, dass er nur nicht mit Markus zusammenreisen sollte. Jetzt hatte Markus sich verändert. Aus dem ziemlich feigen jungen Christen war ein wirklich überzeugter, fähiger und mutiger Mann geworden. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Markus hatte sich verändert und auch Paulus hatte sich verändert. Der Tag kam und er wurde vor Nero gebracht. Da standen sie sich gegenüber, der junge Kaiser. Und sein Angesicht verriet etwas von den satanischen, greuelhaften Leidenschaften, die in ihm tobten. Und auf der anderen Seite der alte, friedliche Paulus. Nie zuvor hatte ein Gefangener so unschuldig ausgesehen. Und er nutzte die Gelegenheit. Niemand war bei ihm. Normalerweise hatte das römische Recht vorgesehen, immer einen Advokaten, einen Verteidiger an der Seite zu haben. Doch in diesem Fall hatte sich niemand gefunden. Kein Christ in ganz Rom hatte es gewagt, sich neben Paulus vor Nero zu stellen. Jetzt stand er da alleine. Aber Gott war mit ihm und er verkündigte das Evangelium in einer Kraft wie selten zuvor. Und es war, als ob ein Lichtstrahl, sehr dünn, aber sehr klar, durch die tiefe, dicke Finsternis in das Herz des Nero hineinleuchtete. Und für einen kurzen Moment
sich ein Weg selbst für Nero öffnete. Als ob die Gefängnistür, in der er sich befand, dieses Gefängnis zum eigenen Ich, als ob die Gefängnistür aufgeschlossen worden war, Licht hineinging und er die Tür nur noch aufstoßen brauchte. Nero zitterte bei dem Gedanken, dass es wirklich einen Richter gäbe, vor dem er sich verantworten müsste. Die Gelegenheit kam und sie ging. Nero ließ ihn wieder abführen, er ließ den Kerker wieder zuschließen und als die Tür in das Schloss fiel, da fiel auch die Gnadenzeit für Nero. Paulus schrieb: Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Aber er wusste, es würde nicht für lange sein. Es dauerte noch ein wenig und dann kam die Nachricht, Nero hätte das Urteil gefällt. Und weil Nero so viel Angst vor diesem eloquenten Prediger hatte, ließ er ihn nicht einmal öffentlich hinrichten. Er befürchtete, dass noch mehr den Glauben an Jesus annehmen würden. Nur wenige durften dabei sein. Und so wurde Paulus aus dem Verlies geführt. Und als er dort zu seiner Exekution ging und den strahlend blauen Himmel über Rom sah, schaute er nicht auf das Schwert des Henkers, der neben ihm stand. Er schaute nicht auf den Boden, von dem er wusste, dass in wenigen Momenten sein Blut diesen Boden tränken würde. Er schaute mit fester Zuversicht in den Himmel. Er hatte geschrieben: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Als er an jenem Sommertag durch die Pinien Roms in den blauen Himmel schaute, war es fast so, als könnte er diese Jakobsleiter sehen, diese Stufen, die Jakob damals gesehen hatte im Traum. Und er legte seinen Kopf dann nieder. Und das Schwert fiel. Derweil war in Jerusalem die Freude vorbei. Rom hatte eine neue Armee gesandt mit einem neuen General, sein Name war Vespasian. Und er kam und begann mit der Belagerung Roms, mit der Belagerung Jerusalems und dem Kampf gegen die aufständischen Juden. In jenen Tagen brach ein Aufstand in Rom aus. Galba wurde im April zum neuen Imperator, zum neuen Kaiser ausgerufen. Nero, der nicht gestorben war, bekam solch eine Angst, dass er aus Rom floh. Er wollte sich selbst umbringen, hatte aber zu viel Angst davor, wurde verfolgt. Bevor sie ihn kriegen konnten, hat er mit Hilfe eines Adjutanten sich dann doch umgebracht. Es herrschten plötzlich bürgerkriegsähnliche Zustände. Auch Galba konnte sich nur wenige Wochen, wenige Monate halten. Dann wurde Vespasian selbst gerufen. Und er wurde im Jahre 68 Kaiser in Rom. Aber die Belagerung und der Kampf gegen Jerusalem hatten nicht aufgehört. Stattdessen sollte sein Sohn Titus das Ganze weiterführen. Und er nahm sich der Sache mit Gewissenhaftigkeit an. Es war im Jahre 70, als Titus auf demselben Hügel stand, auf dem Jesus fast 40 Jahre zuvor geweint hatte und gesagt hatte: Jerusalem, Jerusalem. Auch er schaute auf Jerusalem, aber er weinte nicht. 40 Jahre zuvor hatten die Juden gerufen: Wir haben keinen König außer den Kaiser. Der über sie geweint hatte,
Der, der sie retten wollte, den hatten sie verstoßen. Den, den sie sich erwählt hatten, der stand am selben Fleck und überlegte jetzt, wie er die Stadt am besten vernichten konnte. Es war ein grausiges Kapitel. Fast war es so, als ob die alten Worte von Mose noch einmal über der Stadt wehten. Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. All das erfüllte sich erneut. All das hatte sich schon längst erfüllt, als Nebukadnezar damals gekommen war. Aber damals hatte Gott, bevor es geschah, durch Jesaja und Jeremia viele Verheißungen gegeben auf eine zukünftige Befreiung. Die gab es jetzt nicht mehr. Die Stadt wurde erneut eingenommen. Jerusalem erneut besiegt. Der Tempel, der ja noch größer war als der salomonische, erneut verbrannt. Und das, obwohl sogar Titus den Tempel hatte retten wollen. Ein größerer als Titus hatte gesagt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Und zu Ehren dieses aus römischer Sicht grandiosen Sieges ließ Titus einen Triumphbogen in Rom bauen, auf dem er zeigte, wie die Gegenstände des Heiligtums hinfortgerissen wurden. Mit den Schätzen des Tempels baute man ein Kolosseum, das von nun an für Spaß und Unterhaltung sorgen sollte, obwohl die oft sehr blutig war. Selbiger Titus wurde wenige Jahre später sogar Kaiser des Reiches, doch nur für wenige Jahre. 2 Jahre später kam Domitian und mit ihm kehrte die Verfolgung wieder. Zu jener Zeit war nur noch ein Apostel übrig geblieben. Petrus war ebenfalls in Rom gestorben. Er hatte sich kopfüber kreuzigen lassen. Bis zuletzt hatte er sich nicht vergeben können, dass er seinen Herrn und Meister verraten hatte. Aber er wusste, dass Gott ihm vergeben hatte. Der letzte, der noch übrig geblieben war, war Johannes. Und der hatte bemerkt, dass es in der Gemeinde immer mehr an Liebe mangelte. Und er war der letzte Zeuge von dem, was er gesehen hatte. Er schrieb in einem seiner Briefe, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Gott ist immer derselbe. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes bezeugte, dass egal, was wir getan haben, wenn wir zu Gott kommen, behandelt er uns immer gleich. Er vergibt uns und reinigt uns. Und so schrieb er, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und auch er schrieb noch ein Echo auf das, was schon Paulus gesagt hatte. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, der Mann der Sünde, dieses kleine Horn. So sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Es ging schon los, irgendwo, fast unbemerkt. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben. Nach dem Gebot, das er uns gegeben hat, der Johannes, der mehr als alle anderen Jünger die Liebe Jesu aufgesogen hatte wie ein Schwamm, drückte all das am Ende seines Lebens aus und tränkte seine Briefe mit dieser Idee der Liebe Gottes. Bis hin zu jenem tiefstgründigsten Satz der ganzen Heiligen Schrift. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Es war so, als ob die Ewigkeit sich in diesen 3 Worten, die er auf dem Papyrus schrieb, die Ewigkeit sich dort manifestierte. Gott ist Liebe.
Er war gehasst. Und er wurde vor Domitian gebracht, den römischen Kaiser. Der ordnete an, diesen alten Apostel in brennendes, kochendes Öl zu werfen. Und das tat man. Und man wartete und wartete, doch Johannes blieb am Leben. Derselbe Gott, der drei Hebräer im Feuer von Nebukadnezar bewahrte, bewahrte seinen Johannes im Öl von Domitian. Man verbannte ihn auf eine Gefängnisinsel, auf das felsige Patmos im Mittelmeer. Und an einem Sabbat erschien ihm dort Jesus und gab ihm die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, wie sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Es war Jesus selbst, der ihm erschienen war und gesagt hatte, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind. So wie Daniel sollte er noch einmal wichtige Prophezeiungen bekommen über den Ablauf der Weltengeschichte. Sende das Buch nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Noch einmal versicherte er ihm, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und so schrieb Johannes. Er schrieb an die Gemeinde von Ephesus und als er schrieb, schien es ihm, als ob das, was er schreibt, eine genaue Beschreibung der christlichen Gemeinden seiner Zeit war. Jesus sagte, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen und ein standhaftes Aussagen und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, die seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt, so wie dieser Simon Magus. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und Johannes wusste, das war das Problem seiner Gemeinden. Sie waren eifrig, sie wollten bis an das Ende der Welt und sie waren klar und deutlich, wenn es um Theologie und wahre Lehre geht. Aber diese erste tiefe Liebe, die Gott ausmacht, die war langsam, aber sicher verschwunden aus den Gemeinden. Und Jesus ermahnte seine Gemeinde, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und er schrieb an 6 weitere Gemeinden, obwohl er das Gefühl hatte, dass die zwar auch wichtig, aber noch nicht so relevant für seine Zeit zu sein schienen. Und er sah in Visionen die Anbetung Gottes im himmlischen Heiligtum. Und er sah dort eine merkwürdige, mysteriöse Rolle mit 7 Siegeln, die niemand öffnen konnte, bis ein geschlachtetes Lamm, das auch als Löwe von Juda bezeichnet wurde, die Siegel öffnete. Das erste geöffnet wurde, kam ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, es wurde ihm eine Krone gegeben und es zog aus als sein Sieger und um zu siegen. Johannes daran gedacht hat, wie das Evangelium, die reine, weiße Lehre der Gerechtigkeit Gottes, gerade durch die Welt hindurchzog, siegreich und um zu siegen. Und er sah und hörte Posaunen, die römische, griechische Salpings wurde geblasen dort im himmlischen Heiligtum. Und er sah Visionen von einem großen, gewaltigen Kampf. Von einer reinen Frau, die Israel zu sein schien, das geistliche, wahre Israel. Und von einem Drachen, dem Satan, der gegen Michael selbst gekämpft hat und jetzt die Frau verfolgt. Und er sah, ähnlich wie Daniel, aus einem Meer ein schreckliches Tier hervorsteigen. Und auch ein zweites Tier sah er, das sah sehr viel anders aus. Und er sah 3 Malakim durch den Himmel fliegen, die hatten eine ganz entscheidende Botschaft und das führte zu einer Ernte.
Und mehr sah er noch, von dem wir jetzt hier nicht berichten können. Es war derselbe Engel Gabriel. Gabriel, der wieder zu ihm gekommen war, wie damals zu Daniel. Und als er all diese Dinge sah, war er so begeistert, so überwältigt, dass er zu den Füßen Gabriels niedersank. Und das war die Stunde des Tests. Er, der die Stelle von Hillel eingenommen hatte, sagte, tu es nicht. Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Es würde bald alles geschehen. Aber Johannes schrieb noch ein Buch. Nachdem er gesehen hatte, was die Zukunft bringt, war es ihm sein größtes Bedürfnis, noch einmal über seinen Herrn und Meister zu schreiben. Es gab schon 3 Berichte über das Leben und Wirken von Jesus. Aber er wollte noch einen verfassen, einen für die jüngeren Generationen, die Jesus nicht mehr kennengelernt hatten, die noch einmal mit Jesus bekannt gemacht werden sollten, die noch einmal Jesus lieben lernen sollten. Und als er dort darüber nachsann, wie er dieses vermutlich letzte Werk den Heiligen Schriften beginnen sollte, da war es der Heilige Geist, der ihn inspirierte, genauso oder fast genauso anzufangen wie 1600 Jahre zuvor Mose. Enache en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Im Anfang. Nicht im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Mose hatte von der Schöpfung gesprochen. Er würde von der Neuschöpfung sprechen. Und so waren sie nun komplett, die Schriften, die von dem Leben und Wirken Jesu erzählen sollten. Es hat noch etwas gedauert, ein paar Jahre und Jahrzehnte, bis alles so zusammenkam. Sie wurden genannt Hekaneh Diatheke, das neue Testament, der neue Bund. Auch sie hatten auch dieses zweite Werk, das neben dem Alten Testament stehen sollte, hatte mehrere Abteilungen. Das eine war das Evangelion, das Evangelium, die gute Nachricht. 4 hatten so ein Evangelium geschrieben, Matthäus, der Zöllner, Johannes Markus, dieser Feigling, der zu einem nützlichen Diener Paulus geworden war. Er hatte vor allem viel von Petrus gehört und ein besonders kurzes und knappes, prägnantes Evangelium geschrieben, während Matthäus sich mehr an die Juden gewandt hatte. Lukas, der Arzt, hatte mit seinem Sinn für Chronologie alles genau der Reihe nach aufgeschrieben. Und dann Johannes mit seinem Spätwerk, das von allen am tiefsten das Wesen Jesu offenbarte. Und als Zusatz gab es noch als zweiten Band von Lukas die Praxis ton Apostolon, die Taten der Apostel. Dieses Buch, das riss irgendwie fast in der Mitte ab, hatte gar kein richtiges Ende, so als ob die Taten der Apostel immer weitergehen müssten. Zusammen waren diese Bücher mehr als die Hälfte dieses Neuen Testamentes. Es kamen aber noch einige Epistolae, einige Briefe dazu. Vor allem Paulus hatte viele geschrieben, an die Römer, 2 an die Korinther, an die Galater, die Kelten in Kleinasien, an die Epheser, die Philipper, die Kolosser, 2 an die Thessalonicher, das waren seine ersten. Und dann persönliche Briefe, 2 an Timotheus, 1 an Titus und 1 an Philemon. Und dann hatte er, ohne seinen Namen zu nennen, noch sein Meisterwerk verfasst. Er wollte diesen Juden, die immer noch an ihrem Zeremonialgesetz festhielten, zeigen, was das Zeremonialgesetz wirklich bedeutete. Der Brief an die Hebräer zeigte, wie Christus im Alten Testament gegenwärtig ist und wie das ganze Alte Testament auf Christus hinwies. Und dann gab es noch andere Briefe von Jakobus, 2 von Petrus, 3 von Johannes, 1 von Judas, nicht dem Iskariot. Und zum Abschluss jene Apokalypsis, die Offenbarung. Der Satan hatte gesehen, wie Gott Opfer etablierte. Und er hatte die Menschheit verwirrt mit anderen Opfern und Opferritualen. Er hatte gesehen, wie Gott Propheten gesandt hatte und er hatte die Menschheit verwirrt mit falschen Propheten. Und als Gott durch den Heiligen Geist Schriften inspiriert hatte, da war es sein Ziel, die Menschheit zu verwirren durch
falsche Schriften. In jener Zeit entstanden sie, falsche Evangelien, die voller Irrtum und voller Unsinn und mysteriöser, mystischer Lehren waren. In 117 ist Trajan Kaiser geworden. Unter ihm hat das Römische Reich seine größte Ausdehnung erhalten. Kurz danach kam Hadrian. Und der hatte tatsächlich geplant, Jerusalem wieder aufzubauen. Er wollte sogar den Tempel wieder aufbauen, wurde aber gewarnt, dass die Stadt eine sehr aufrührerische Stadt war. Fast so, wie die medopersischen Könige auch gewarnt worden sind. Und so entschloss er sich, die Stadt zwar aufzubauen, aber heidnische Tempel dort auch zu haben. Und all das führte zur Revolte. 132 brach sie aus. Shimjon bar Kochba, der Sohn des Sternes, behauptete, er sei der Stern aus Juda, von dem Biliam gesprochen hatte. Er sei der Messias. Und die Juden schlossen sich ihm an. Es dauerte 3 Jahre. Dann war der letzte Widerstand gebrochen. Und die letzten Überreste von Jerusalem wurden im Erdboden gleichgemacht. Eine neue Stadt wurde gegründet, Colonia Aelia Capitolina. Die Stadt Salem, in der König Melchisedek geherrscht hatte, die zu Jebus geworden war und dann durch David zu Jerusalem, dem Fundament des Friedens, avanciert war, in der Schöpfer der Welt angebetet hatte, war jetzt endgültig dem Jupiter geweiht. In jener Zeit begann es zu kriseln in der noch jungen und verfolgten Gemeinde. In 144 stand Markion Sinopis auf. Er hatte genug von diesen aufrührerischen, ständig sie verfolgenden Juden. Er wollte sich trennen von allem, was jüdisch war. Und er hat das gesamte Alte Testament verworfen und zum Teil einige Schriften des Neuen Testamentes auch. In jener Zeit war es der allgemeine Tendenz aller Christen, sich vom Judentum etwas zu distanzieren. Einige fingen an, den Sabbat, der so jüdisch war, in den Augen der Römer immer weniger zu beachten und gleichzeitig auch am ersten Tag der Woche Ruhetag zu halten. Und dann kamen jene, die von größeren Offenbarungen sprachen. Valentinus sagte, man müsse die Bibel nicht kürzen, man müsse sie verbessern, man müsste noch neue Dinge hinzubringen. Sie nannten es die Gnosis, die Erkenntnis, als ob das, was Gott schriftlich gegeben hatte, nicht ausreichen würde. Und dann kam Montanus und sagte, er habe Visionen. Und der Heilige Geist würde über sie ausgegossen werden und sie hatten ganz entzückende Erfahrungen. Aber das Wort wurde mehr und mehr vernachlässigt. Das betraf vor allem die Intelligenteren, die meinten, sich vor dem römischen Volk immer wieder verteidigen zu müssen. Gerade dort, wo die Christen ihre Schulen hatten, begann der Abfall schleichend, aber sicher. Vor allem in Rom und in Alexandria, wo die berühmte Bibliothek war und wo der Okkultismus sein größtes Zuhause hatte. Antiochia, die Schule in Antiochia, war ein Gegenpol. Aber auch sie war nicht ohne Fehl und Tadel. In jener Zeit krochen die Lehren, die falschen Ideen durch die Hintertür hinein. Dass das Gesetz Gottes vielleicht nicht so ernst zu nehmen sei. Und im Versuch, das Wort Gottes mit der Philosophie von Aristoteles und von Platon zu verknüpfen, genau das, was vor der ersten Ankunft Jesu die Juden getan hatten, begann auch die Idee einer unsterblichen Seele Fuß zu fassen im Christentum. Und je mehr sie dies vermischten, desto verwirrter wurden sie. Doch der Großteil der Christenheit, vor allem die einfachen Gläubigen, haben davon noch nicht viel mitbekommen. Sie wurden verfolgt, wie hier 177 in Lugdunum in Lyon. Es war die Zeit des zweiten Siegels, das rote Pferd, das durch die Welt ritt. In jenen Tagen sind Löwen mit Christen gefüttert worden. Nicht nur in Rom, aber auch dort. Es war die Zeit der Gemeinde Smyrna, der Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern die Synagoge des Satans. Meint er damit vielleicht die Gnostiker,
jene, die in Alexandria und Rom schon anfingen, menschliche Traditionen, heidnische Traditionen mit dem Christentum zu verbinden, um es angenehmer zu machen den Römern? Die meisten Christen wurden verfolgt. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Hesekiel hatte gesagt, dass ein Tag für ein Jahr stehen würde. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Jesus wusste, wovon er sprach. Er hatte den zweiten Tod besiegt. Aber just genau darum begann eine Debatte sich zu entspannen. Jedes Jahr hatten die Christen sich daran erinnert, dass Jesus gestorben und auferstanden war, und sie hatten das immer am 14. Nisan getan, als Jesus gestorben war, und dann am 16., als er auferstanden war. Aber in Rom meinte man, es wäre doch besser, wenn man das immer an einem Sonntag mache, anstatt an dem genauen Datum. Und Viktor, der Gemeindeleiter in Rom, fing an, andere Gemeinden zu drangsalieren. Sie sollten sich dem beugen. Schließlich sei die Gemeinde in Rom die wichtigste. Paulus und Petrus seien doch nach Rom gekommen und hätten dort Gemeindeleiter eingesetzt und seien dort gestorben. Unruhen in den Gemeinden waren vorprogrammiert. Um 200 kam Tertullian in Karthago, der Erste war, der das Christentum auf Lateinisch theologisch systematisierte. Er führte einige Begriffe ein, wie Trinitas, um die Idee von drei Personen in der Gottheit zu beschreiben, obwohl er auch ein wenig verwirrt war, wie genau das zu beschreiben sei. Mehr Unheil richtete noch Origenes an, der ein brillanter Theologe war. Kaum einer konnte ihm das Wasser reichen. Aber er glaubte, dass die Seelen schon seit Ewigkeiten existiert hatten. Er glaubte auch, dass Jesus nicht ganz Gott ist, sondern schon seit immer dem Vater untertan war. Und er glaubte, dass am Ende alle gerettet werden, womöglich sogar noch der Satan. Und er führte eine neue Art, die Bibel zu lesen, nämlich, dass alles neben einem buchstäblichen vor allem einen allegorischen Sinn hat. Man konnte jetzt sehr viel Philosophisches hineininterpretieren in die Bibel. Aber der Satan hatte noch etwas auf Lager. Er wollte es auf alle Fälle verhindern, dass das Evangelium in die ganze Welt ginge, und so überzeugte er manche Christen, dass es das Frömmste wäre, sich einfach im ägyptischen Wüstensand zu verbergen und dort zu meditieren. Statt den Heiden das Evangelium zu predigen, sollten sie ihre Heiligkeit zeigen, indem sie asketisch in der Wüste lebten. Antonius war der Erste und viele folgten ihm und gründeten das Mönchswesen. Und dann war da noch im fernen Osten Persien Mani, der Teile des Christentums mit anderen Religionen vermischte und eine Weltreligion gründete, die zu manchen Zeitaltern beinahe das Christentum übertrumpft hätte. Anschläge kamen auch von ganz anderer Seite. Der Heide Porphyrius hatte sich gründlich mit dem Christentum auseinandergesetzt und hatte gemerkt, dass das Christentum einige sehr intellektuell stichhaltige Gründe hat. Allen voran das Buch Daniel. Dort waren Prophezeiungen, die offensichtlich genauso eingetroffen waren, wie es vorhergesagt war. Porphyrius hat die Sache durchgedacht. Und er kam zu dem Schluss, man kann Daniel nicht einfach beiseite wischen. Die einzige für ihn logische Schlussfolgerung war die, Daniel sei gar nicht Daniel gewesen, sondern Daniel sei das Werk von einem Menschen, der viel später gelebt hat und alles im Nachhinein hat aufschreiben dürfen. Keine Prophezeiung, sondern nur Geschichte, die als Prophezeiung sich maskeriert. Das wurde von den Heiden gerne aufgenommen. Und dann, nach vielen Kaisern, manche, die besser waren und Christen verfolgt haben und manche, die schrecklich waren und den Christen eher wohlgesonnen war, kurioserweise, kam Diokletianus. In jenen Tagen ist Armenien das erste offizielle christliche Königreich geworden, als der König zum Christentum konvertiert und seinem ganzen Land das Christentum gab. Als Diokletian Kaiser wurde, sah der Satan seine Chance gekommen. Er wollte nach zahlreichen verschiedenen lokalen und unterschiedlich intensiven Verfolgungen das Christentum ausrotten.
Und 303 begann die wahrscheinlich umfangreichste, systematischste und brutalste, blutigste Christenverfolgung aller Zeiten. Auch als Diokletian starb, hat sein Nachfolger Galerius weiter in diese Richtung gearbeitet. Aber dann, nach 10 Jahren, gab es Krieg an den Toren Roms. An der Milvischen Brücke kämpften zwei, die beide Kaiser werden wollten. Und einer gewann und behauptete später, er hätte vor der Schlacht im Himmel ein Kreuz gesehen. Sein Name? Flavius Valerius Constantinus, bekannt als Konstantin der Große. Sein Sieg und seine Macht wurden präsentiert auf diesem großen Triumphbogen des Konstantin. Und er gab vor, das Christentum jetzt besonders fördern zu wollen, und das tat er. Obwohl er noch lange Zeit sich nicht taufen ließ, wurde das Christentum 313 offiziell endlich anerkannt und toleriert. Doch der Preis war hoch. Als geschickter Politiker wollte er die Christen und die Heiden ein wenig zusammenbringen. Und er bat sich von beiden Seiten Geständnisse, die die schon immer sehr Rom unterwürfigen Christen in Rom auch nur zu gern bereit waren zu tun. Und so wurden die Götzen umbenannt und die Feste umgestrickt. Jetzt war Jupiter Petrus. Und jetzt hatte man endlich einen guten Grund, den Samstag als Sabbat ganz fallen zu lassen. 321. Er ließ Konstantin das Gesetz, alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künstler, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Eusebius und andere erklärten, dass ja Jesus die Sonne der Gerechtigkeit sei. Der Tag der Sonne könne ja nur der Tag von Jesus sein. Ist nicht Jesus am Sonntag auferstanden? Die Christen glaubten jetzt an einen Gott der Liebe. Aber sie glaubten nicht mehr an einen Gott, der immer gleich ist. Sie glaubten an einen Gott, dessen Gesetz man ändern kann, wenn es die Situation erfordert. Und das war genau die Lüge, die sie in den Abgrund trieb. Jesus hatte eine Botschaft auch an diese Zeit. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten. Derselbe Biliam, der versucht hatte, mit magischer Gewalt das Volk in den Ruin zu treiben, es nicht geschafft hatte, und dann mit Gemeinschaftlichkeit, mit Verführung das Volk doch beinahe ruiniert hätte. Diese Lehre wurde wieder aufgewärmt. Dieselbe Idee, durch die Hintertür das Heidentum hineinzubringen, wurde nur allzu gern angenommen. Das dritte Siegel wurde geöffnet in der Vision des Johannes. Es war ein schwarzes Pferd, das über die Erde ritt. Kurz nachdem er Kaiser geworden war und dieses Sonntagsgesetz erlassen worden war, kamen alle Christen in Nicäa zusammen, um die christliche Religion jetzt ganz offiziell zu formulieren. Ein Glaubensbekenntnis wurde formuliert, aber schon zeigte sich, dass der griechische Einfluss sie so philosophisch hatte werden lassen, dass man sich über viele Kleinigkeiten zerstritt. Damals ist viel gestritten worden über die Frage, wer Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 330 hat Konstantin dann die Hauptstadt von Rom nach Konstantinopolis, der Stadt Konstantins, das ehemalige Byzanz, verlegt. Jetzt entstand ein Machtvakuum in Rom. In jener Zeit ging Wulfila, der kleine Wolf, hinaus. Er war ein Gote gewesen und er wollte die Goten missionieren. Es gab sie noch, die großen Missionare. Doch mit der Christenheit ging es lehrmäßig immer weiter bergab. Das Konzil von Laodicea urteilte, Christen sollen nicht judaisieren und am Samstag müßig bleiben, stattdessen sollen sie an diesem Tag arbeiten. Wenn sie aber beim Judaisieren entdeckt worden werden, sollen sie von Christus ausgeschlossen werden. Jetzt war nicht nur der Sonntag erlaubt, jetzt war der Sabbat schon verboten. Das Ganze
in einer immer offener werdenden römischen Gesellschaft. Es war, als ob jetzt die Posaunen der Apokalypse zu blasen begannen. Keiner hat es zu diesem Zeitpunkt mitbekommen, doch fern im Osten Mittelasiens überquerte ein Volk die Wolga. Es waren die Hunnen. Manche glauben, dass sie identisch sind mit den Xiongnu, die die Chinesen zuvor vertrieben hatten aus den Steppen der Mongolei. Sie waren ein Volk, das sich nie wusch, weil sie glaubten, dass Wasser heilig ist. Sie waren ein Volk, das den Babys die Wangen zerritzte, um sie tüchtig zu machen und kühn. Und ihren Babys die Schädel verformten. Und sie drangen von Osten immer weiter Richtung Europa, eroberten das Königreich der Alanen und das Königreich der Greutungen und kamen den Germanen immer näher. In jener Zeit wurde Theodosius der erste Kaiser in Rom. Unter ihm wurde das Christentum jetzt sogar zur Staatsreligion. Das Heidentum wurde verboten. Und gleichzeitig in derselben Zeit begann der Gemeindeleiter in Rom sich Papa zu nennen. Vater. Hatte nicht Jesus gesagt, dass niemand heiliger Vater genannt werden soll als Gott der Vater? 395 starb Theodosius und Rom wurde geteilt in Westrom und Ostrom. Es schien schon fast wie der Anfang vom Ende. Und wie ein Posaunenstoß brach es über Westrom hinein, als 397 aus Angst vor den Hunnen die Westgoten, die vorher durchaus in Kontakt mit den Römern gewesen waren und kooperiert hatten, massenhaft in das römische Reich eindrangen, um dort neuen Lebensraum zu erobern. Ihr König, ihr Rex, war Alarich. Und sie drangen nach Griechenland ein und eroberten die Städte dort und bedrohten Konstantinopel, aber wandten sich dann über Dalmatien gen Westen. Und nur wenige Jahre später, am 31. Dezember 406, waren es die Vandalen soeben und Alamannen, die deswegen hießen, weil sie alle Männer waren, die Alamannen, die alle Männer. Sie überquerten den Rhein und drangen in Nordwestrom hinein und überrannten Gallien und setzten sich dort fest. 410 kam es zur absoluten Superkatastrophe. Am 24. August eroberten die Westgoten Rom. Diese Stadt, die fast 8 Jahrhunderte unangetastet stand. Das letzte Mal waren es die Gallier gewesen, 387 vor unserer Zeit, als Rom noch eine etwas größere Stadt gewesen war, mit ein bisschen Territorium drumherum. Fast 8 Jahrhunderte stand diese Stadt scheinbar uneinnehmbar. Die Welt war in ihrem Kern erschüttert. 3 Tage lang plünderten die Barbaren das Zentrum der Welt. Nichts würde mehr so sein, wie es gewesen war. 428 wurde Geiserich der König der Vandalen. Unter ihm zogen die Vandalen über Iberien, über die Straße von Gibraltar nach Nordafrika, um die Gegend um Karthago zu erobern, während die Westgoten weiterzogen, um sich in Iberien, in Spanien festzusetzen. Tatsächlich gelang den Vandalen die Eroberung Nordafrikas und von Karthago aus begannen sie jetzt einen Wirtschaftskrieg gegen Rom. Und dann kamen die Hunnen selbst. Sie hatten die germanischen Stämme vor sich hergetrieben in das Reich, aber sie wollten selbst sich in Europa festsetzen. 451 drangen sie über die römischen Grenzen hinein. Und auf den katalanischen Feldern wurde die Schlacht um das römische Reich geschlagen. Die Hunnen mussten sich letztlich zurückziehen. Doch die Folgen ihres Eindringens waren jetzt unumkehrbar. Germanen waren überall im Reich und teilten alles unter sich auf. 455 waren jetzt es die Vandalen, die Rom in Schutt und Asche legten und erneut plünderten. Jetzt war das schon nichts mehr Besonderes. Die Westgoten hatten das ja vorgemacht. In den Jahren 461 und 468 haben die Vandalen zweimal gigantische
gigantische Flotten Roms vernichtet. Einmal über 300, einmal über 1000 Schiffe. Rom war wirtschaftlich am Kollabieren. Und Geiserich wusste, was er tat. Er schrieb, segelt an die Küste, gegen die Gott zornig ist. Posaune nach Posaune erschall. Und das Römische Reich brach in alle Einzelteile zusammen. Die Kaiser waren nur noch Marionetten. Der letzte, 475, Romulus Augustulus, das Kaiserlein. Nur noch eine Marionette von großen Heerführern. Und er wurde 476 abgesetzt. Die Heruler übernahmen die Herrschaft in Italien. Und Odoaker nannte sich jetzt Rex Italia, der italienische König. Das weströmische Reich hatte aufgehört zu existieren. Daniel hatte vorhergesehen, dass da 10 Könige kommen würden. 10 große Stämme teilten das gesamte Reich unter sich auf. Und Odoaker war im Zentrum der Macht und er eroberte viele Gebiete, sogar das Gebiet der Rugier in den Ostalpen 488. Doch Ostrom wollte nicht, dass eine Macht besonders stark wird und so wurden die Ostgoten angeworben gegen die Heruler 489. Sie sollten sich gegenseitig bekämpfen. Es kam zu gigantischen Schlachten. Sie machten einen Friedensvertrag. Und als der Friedensvertrag zwischen Herulern und Ostgoten unterzeichnet war, wurde der König Odoaker, der Heruler, ermordet durch den König der Ostgoten. Das war 493. Und mit ihm wurde fast das gesamte herulische Volk ausgerottet. Hatte nicht Daniel gesehen, dass 3 von den Hörnern ausgerissen werden? Das war 493 und jetzt war Theoderich, der König der Ostgoten, Herrscher in Rom. 3 Könige würden erniedrigt werden. Ein Königtum war bereits ausgerissen worden. Und dann kam das Jahr 508. Von ganz anderer Seite ereignete sich jetzt etwas Erstaunliches. Die Franken, ein anderes germanisches Volk, das in Gallien sich breit gemacht hatte, entschied sich, sich mit der römischen Kirche zu verbinden. Die anderen Germanen hatten zwar auch durchaus christliche Ambitionen, wollten aber mit Rom, mit der römischen Kirche, nichts zu tun haben. Aber Chlodwig, der König der Franken, entschied sich 580 zu taufen in die römische Kirche. Von diesem Zeitpunkt an hatte die römische Kirche militärische Unterstützung für ihre Belange. Es war von diesem Zeitpunkt an, dass die 1290 Jahre begannen und auch die 1335, von denen Daniel berichtet hatte. Und dann, im Jahre 525, irgendwo in seinem Kloster, entschied sich ein Mönch namens Dionysius Exiguus, es wäre nicht mehr angemessen, immer noch den Kalender des römischen Kaisers Diokletian zu verwenden. Hatte nicht Jesus die Welt auf den Kopf gestellt? Und als er die wieder ausrechnete, wann das nächste Ostern sein würde, das ja jetzt mittlerweile immer im Sonntag war, da hat er für das Jahr 532 ganz kühn nach Christus geschrieben. Er wird wahrscheinlich nicht gemerkt haben, dass er sich um mindestens 4 Jahre verzählt hat. Seine Mitgenossen haben gar nichts davon gewusst. Erst Jahrzehnte später ist das aufgegriffen worden, diese Idee. Und dann hat sie sich so sehr verbreitet und ehe man den Fehler entdecken konnte und bereinigen konnte, hat er sich für immer verankert. Justinian, der oströmische Kaiser, machte deutlich, dass Rom, die römische Kirche, wirklich Macht und Bedeutung haben sollte. Am 18. Oktober ließ er verkündigen, was immer die heiligen Kanons verbieten, ist auch durch unsere eigenen Gesetze verboten. Die römische Kirche sollte Macht und Autorität haben. Er überließ sogar dem Papst, dem Gemeindeleiter Roms, die Autorität, die dem weströmischen Kaiser zugekommen war. 534 wurden die Vandalen in Nordafrika in Karthago besiegt. Das zweite Königreich war ausgerissen. Es waren nur noch die Ostgoten, die in Italien waren und sich gegen die römische Kirche stellten.
Sie waren schon lange im Krieg mit den Franken. Aber jetzt sandte Justinian eine weitere Armee. 538 haben die Ostgoten Rom über einen längeren Zeitraum belagert. Doch dann mussten sie die Belagerung abbrechen und Rom war eine freie Stadt. Kurze Zeit später ging auch das Ostgotentum unter. Und von jenem Zeitpunkt an konnte der Papst in Rom seine Macht ausüben. Von jenem Zeitpunkt an hatte er das Erbe des weströmischen Kaisers angetreten. Im gleichen Jahr wurde auf einer Synode von Orléans bestimmt, wenn jemand gefunden wird, die oben verbotenen Tätigkeiten auszuführen, soll er bestraft werden, nicht durch die zivilen Autoritäten, sondern gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Die Kirche nahm sich in Anspruch, selbst Strafen zu erlassen in theologischen Fragen. Es war dieser Zeitpunkt, den Daniel Jahrhunderte vorgesehen hatte, mehr als ein Jahrtausend vorher. Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Diese eine Zeit, zwei Zeit, eine halbe Zeit hat auch Johannes gesehen. Auf Patmos. Und er hatte gesehen, dass in dieser Zeit die Frau, ein Symbol für die wahre Gemeinde, dass die sich absondern würde, dass sie in die Wüste fliegen würde, an einen besonderen Ort. Die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott. Und hatte auch gesehen, dass diese dreieinhalb Zeiten 1260 Tage sind. 10 Tage Verfolgung waren vorhergesagt und es waren 10 Jahre gewesen. Hier wurden 1260 Tage Verfolgung vorhergesagt. Würden es wirklich 1260 Jahre sein? Und viele, die es ernst meinten mit der Bibel, viele, die immer noch an dem Glauben der alten Propheten und der Apostel und von Jesus festhalten wollten, sahen immer weniger Möglichkeiten, sich öffentlich frei zu bewegen in einer christlichen Gesellschaft. Viele von ihnen flohen in die Berge, manche in die Westalpen in Piemont. Andere lebten sehr weit abgeschieden, zum Beispiel in den Westhebriden bei Schottland, wo eine kleine Schule entstand auf der Insel Iona. Und als Rom untergegangen war und die Kirche in Rom ihren Platz des Reiches übernommen hatte und mit derselben Härte jetzt gegen wahre Gläubige vorzugehen begann, erschien eine weitere Trompete, eine weitere Posaune der Apokalypse zu blasen. Hatte nicht Johannes gesehen, ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds, der Wüste, gegeben. Es war im Jahre 622, angewidert von dem Abfall in der Christenheit, entschloss sich jemand, der von sich behauptete, ein Prophet zu sein, seine Lehre in ganz Arabien zu verbreiten. Sein Name war Mohammed. Und er wollte die wahre Anbetung des einen Gottes wiederherstellen. Er wollte all die Bilder, die angebetet worden waren, vernichten. Er glaubte an einen Gott der Gerechtigkeit. Er glaubte an einen Gott, dem man sich unterwerfen muss. Und gleich wie die Christen vorher die Gerechtigkeit zugunsten der Liebe und der Anpassung vernachlässigt hatten, so schien es, als ob bei ihm die Streitwagen des Jehu sich in arabische Pferde verwandelt hatten und durch die Wüste rannten. Schnell breitete sich seine Lehre der Islam, die Unterwerfung vor Gott, aus. War es ein Zufall, dass er genau dasselbe über Paulus sagte, was schon einige der Judenchristen im ersten Jahrhundert gesagt hatten, dass Paulus den Abfall vom Gesetz gebracht hatte? War es ein Zufall, dass die Ismaeliter, von denen gesagt worden war, dass sie sich allen Brüdern gegens Gesicht setzen würden, dass sie in derselben Wüste irgendwann im Sand der Geschichte verschwunden waren, aus dem jetzt die Mohammedaner, die Moslems zurückkamen?
Und innerhalb von Jahrzehnten eroberten sie fast die halbe Welt. Im Jahre 666 war fast ganz Nordafrika erobert und man begann mit dem Übergang nach Südeuropa. Im Jahre 690 wurde an dem Ort, an dem einstmal der Tempel gestanden hatte, der Felsendom errichtet. In jener Zeit begann auch die Missionierung der Germanen. 719 ging Bonifatius hinaus, um in den Landen, in denen wir heute leben, das Evangelium zu verkündigen. Und 754 bekam der römische Papst von seinen guten Freunden, den Franken, ein großes Territorium in Mittelitalien geschenkt. Er war jetzt nicht nur ein König in einer Kirche, er hatte jetzt auch einen richtigen weltlichen Staat. Hatte nicht Satan dem Jesus angeboten, die Welt haben zu können? Jesus hatte abgelehnt. Aber seine vorgeblichen Nachfolger nahmen nur zu gerne an die Macht und das Geld. Sie benahmen sich wie echte Könige. Ja, so wie jede richtige Dynastie lückenlos sein muss, so pochten sie darauf, dass die römischen Gemeindeleiter, die römischen Päpste lückenlos zurückverfolgt werden können wie eine königliche Dynastie, bis zurück zu Simon Petrus. War es Simon Petrus? Oder vielleicht Simon Magus, der sich auch in Rom aufgehalten hatte, als Paulus und Petrus gestorben waren? Die allumfassende Kirche war zum Großteil vom Glauben der Apostel abgefallen. Und die, die noch festhielten, waren jetzt die Heretiker, die verfolgt wurden. Aber es gab Hoffnung, fern des Abendlandes. In Xi'an wurde 781 im Zentrum des chinesischen Reiches eine Stele aufgestellt. Dort stand, es gab in Syrien einen Bischof namens Alopin. Er ritt durch Not und Gefahr und kam im 9. Jahr nach Chengquans in Chang'an an. Der Kaiser empfing ihn als Gast im Palast. Die Heilige Schrift wurde in der kaiserlichen Bibliothek übersetzt und ihre Lehre vom Kaiser selbst geprüft. Da der Kaiser voll erkannte, dass sie recht und wahr war, befahl er ausdrücklich ihre Verbreitung. Im Osten, dort wo Rom nicht hinkam, dort wirkten die Christen der Kirche des Ostens und sie erreichten nicht nur Indien, sie erreichten China und verbreiteten das Evangelium und Licht kam in jene Gegenden. 787 wurde auf dem zweiten Konzil von Nicea ausdrücklich erlaubt, Bilder zu verehren. Das hatte zwar das zweite Gebot explizit verboten, aber da man jetzt nicht mehr glaubte, dass Gott immer derselbe ist und sein Gesetz unwandelbar, konnte man das leicht regeln. Und während im hohen Norden die heidnischen Wikinger ihre ersten Angriffe fuhren, wurde am 25. Dezember 800 Karl der Große, der Franke, zum Kaiser des neuen römischen Reiches. Man wollte die jahrhundertealte Tradition neu aufleben lassen. Es sollte jetzt ein christliches römisches Reich sein. Aber würde es besser sein als das heidnische römische Reich? Die Antwort sehen wir am Mittwoch. Liebe Freunde, heute Abend haben wir mehrere Dinge gesehen. Erst einmal, Gottes Prophezeiungen treffen wirklich ein. Genauso wie es über 1000 Jahre zuvor dem Daniel gesagt hatte, genau so kam es. Wir haben gesehen, dass in dieser Welt es wirklich viel Finsternis gibt. Egal, ob durch die, die gar nicht Gott kennen oder die auch manchmal, die vorgeben, Gott zu kennen. Es ist manchmal gar nicht einfach, Gott treu zu sein. Aber für jeden, der bereit ist,
die Schande, die Schmach des Evangeliums auf sich zu nehmen, steht diese Erfahrung von Paulus offen. Dass wenn uns auch alle verlassen, Gott uns nicht verlässt. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, von der auch dieses Lied letztlich, das wir gerade gehört haben, singt, nämlich bleibend ist deine Treue, dass Gott immer treu ist. Dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, dann kann hereinbrechen, was da will. Dann können die Posaunen der Apokalypse blasen, dann können die Völker aufeinander losgehen, dann können Reiche zusammenbrechen, dann mag der Himmel vergehen. Gott steht uns bei. Dann können wir wie Paulus wegschauen vom Schwert des Henkers und hinschauen auf die Hoffnung, die wir haben. Und heute Abend möchte ich uns einladen, dass egal welche Schwierigkeiten wir haben in unserem Leben, vielleicht keine römischen Heere, keine Henkerschwerter oder irgendwelche Irrlehren, die durch die Welt geistern, vielleicht sind sie weitaus banaler, aber vielleicht treffen sie uns genauso wie diese Probleme damals. Dann möchte ich uns einladen, dass wir so wie Paulus, so wie Johannes und all die anderen treuen Märtyrer darauf vertrauen, dass Gott alles richtig macht. In dem Sinne möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir einen Blick in die Geschichte werfen durften und sehen konnten, dass dein Wort, die Bibel, die Geschichte in ihren wichtigsten Eckpunkten klar und deutlich skizziert hat. Aber nicht einfach nur, damit wir wissen, wo wir sind, sondern damit wir lernen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns davor bewahrst, dass wir Kompromisse machen, die dein Wort verbietet. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wie wir treu zu dir sein können, in unseren Worten, in dem, was wir glauben, auch in dem, wie wir uns geben. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir ein reines Herz vor dir haben, durch deine Vergebung, deine Gnade, dass wir dann, wie Paulus, selbst vor dem Monster Nero stehen können und Frieden im Herzen haben können. Und diesen Frieden bitten wir heute Abend und danken dir, dass du ihn uns schenkst. Im Namen Jesu. Amen.